So, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Retro Crew Kanal. Wir machen heute was Spezielles, und zwar habt ihr euch schon mal jemals vorgestellt, so die eigene Galaxie im Zimmer zu haben? Manche denken sich immer, oh, da gibt es Projektoren dafür bei Amazon, das ist doch nur ein chinesisches Glump. Das wollen wir jetzt herausfinden, ob das wirklich so ist. Deswegen habe ich mir Folgendes besorgt, und zwar einmal das hier. Ich hoffe, das erkennt man dann, wenn es nicht falsch umgeschrieben ist, muss ich es halt spiegeln. Es ist ein Smart Wi-Fi Music Starlight. Wenn man das Ganze hier auspackt, dann kommt nämlich dieses Gerät heraus. Und jetzt muss man sich halt die Frage stellen: Ist es chinesisches Glump oder ist es das nicht? Und das schauen wir uns jetzt an. Fangen wir an mit dem Lieferumfang. Was ist da in dem Paketchen hier enthalten? Und zwar ist da einmal natürlich der Projektor enthalten an sich. Die dazugehörige Fernbedienung ohne Batterien. Ganz wichtig, Batterien braucht ihr selber. Das sind zwei AAA-Batterien. Und dann haben wir hier noch das Kabel, mit dem wir den ganzen Spaß betreiben. Und dann ist natürlich noch eine Anleitung dabei. Zu den Produktdetails, ich kann euch den Link davon gerne unten in die Videobeschreibung verpacken. Da könnt ihr mal reingucken. Ja, ich habe es mir hier das rausgesucht, was es ist. Also 6 Watt sind es insgesamt für die Leute, die das interessiert. Es hat Bluetooth, funktioniert mit Smart Life. Die Größe ist so 17 mal 17 auf, schieß mich tot, was steht hier? 12,8 cm. Könnt ihr euch den Platz gut einrechnen, und es wiegt ein halbes Kilo. Also es ist jetzt nicht nichts Wildes. So zu den Grundsachen. Schauen wir uns das Teil nun in Aktion an. Was es kann. Wenn man das ganze Ding hier einschaltet, dann kann man sich halt eben entscheiden, ob man den Laser anhaben möchte oder das normale Licht. Wir machen einfach mal beides gleichzeitig an. Ich habe das jetzt hier während des Tageslichtes mal getestet, und wir testen es auch dann gleich noch in der Dunkelheit. Dann sieht man den Unterschied. Das Tolle daran ist, dass sich wirklich das normale Licht auch mitbewegt. Dass das nicht nur stationär ist, man kann das auch stationär einstellen, aber dann ist es ja nicht so cool. Ich finde die Bewegung halt einfach nice. Und das macht nicht so unbedingt einen Galaxienlook, sondern ich finde eher, das macht so eine Art Unterwasserlook, gerade wenn man so in diesem Blau-Grün drinnen ist. Das Ganze ist, wie gesagt, mit Fernbedienung steuerbar. Ich würde da empfehlen, wirklich auf die App umzusteigen. Bei mir ist es nämlich so, ich habe ein paar Sachen bei mir im Zimmer, die ich via LED-Stripes steuere. Dadurch, dass ich halt die weitere dritte Fernbedienung nun jetzt verwende, werden auch meine LED-Stripes damit angesteuert, und das finde ich ja nicht so toll. Deswegen würde ich empfehlen, steigt da auf die App um. So, und dann gibt es jede Menge verschiedene Farben, die man da auswählen kann. Man kann Rot, Blau, Grün und Weiß benutzen. Die Laserfarbe, dieses Grün, bleibt immer gleich. Im Endeffekt ist diese Qualität von diesem Projektor echt extrem gut. Man darf ihn jetzt nicht in einer riesen Halle verwenden, da verschwimmen die Laserpunkte zu weit. Aber in einem kleinen Zimmer, oder was heißt kleines Zimmer, in einem normalen Zimmer ist es locker ausreichend und funktioniert wunderbar. Und den besten Effekt hat man einfach im Dunkeln. Wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich das Gerät weiterempfehlen oder nicht, nachdem ich es jetzt getestet habe, ich würde sagen, ja, definitiv. Für 40 Euro, also ich habe es für 39,99 gekauft auf Amazon. Der Preis ist, glaube ich, jetzt mittlerweile ein bisschen gestiegen, ich weiß es nicht. Ich habe auf alle Fälle den Link davon unten in der Videobeschreibung. Ich würde es auf alle Fälle weiterempfehlen für die Leute, die ein bisschen einen abgespacederen Look in ihrem Zimmer haben wollen, gerade am Abend. So als indirekte Beleuchtung funktioniert es immer ganz gut im Hintergrund, wenn man nicht die große Festbeleuchtung anhat. Ja, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem Teil hier eine solide 7 geben. Also es ist schon ziemlich gut. Leider merkt man halt, dass die Laser ab einer gewissen Distanz ein bisschen verschwimmen, aber das ist eher eine Kleinigkeit. Ansonsten ist das Teil echt grandios, und ich wünsche euch viel Spaß damit. Das war es dann auch schon mit dem Video. Wir haben links und rechts zwei Playlisten und die zwei Abo-Button, wie gewohnt. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao.